So, also, da brennt jetzt ein Trangia in der Buschbox und da kommt jetzt das Wasserkännchen drauf und da kommt noch der Deckel drauf. So, und das kann ja jetzt ruhig eine Weile dauern. Das ist ja Wurst. An Zeit fehlt es mir ja nicht. Irgendwas riecht hier jetzt verschmort. Boah. Egal. Ja. Und das soll es, glaube ich, gewesen sein, was ich für heute zu sagen habe. Ich lese es dann gleich noch ein wenig viel und dann haue ich mich da in die Hundehütte nebenan und dann ist das auch in Ordnung. Und schließlich der Moment, wenn man erschöpft um die letzte Ecke kommt, dauernd das Gefühl hat, jetzt muss es doch gleich soweit sein.
Und schließlich ist es dann wirklich soweit. Das ist die Skedbo-Hütte. Skedbo, Stugan. Jawohl. Auch sehr schön gelegen. Mit einer schönen Infotafel, die ich aber schon kenne. Und naja, mal gucken, inwieweit die ein Plätzchen haben für mich zum Ausruhen, ob man da irgendwie reinkommt. Spannung steigt. Oh! Ha! Toll! Ja, da ist offensichtlich zu. Da auch. Und damit ist das so eine ähnliche Hütte wie der, in der ich schon mal geblieben bin. Die, in der ich schon mal geblieben bin. Oh, so rum geht's auf. Oh ja, sehr heimelig. Ja, ich gucke mich mal in Ruhe um. Joho, ja, also wie man sieht, bin ich noch in der Hütte. Das liegt primär daran, dass es angefangen hat zu regnen, und zwar ordentlich, quasi ein paar Sekunden, nachdem ich die Kamera nach dem Betreten der Hütte ausgemacht hatte. Und deshalb habe ich beschlossen, ich bleibe jetzt nochmal hier. Dann ist das halt meine zweite Hüttenübernachtung auf der Tour. Ist auch noch in Ordnung. War ja trotzdem dann meistens im Zelt. Okay, das Ding da gestern, das zählt jetzt irgendwie nicht so wirklich mit. Da habe ich eh mieser geschlafen als in meinem Zelt. Da fühle ich mich da dann doch wohler als in dieser Hundehütte oder was das da gewesen ist, wo ich da genau drin übernachtet habe. Deswegen brauche ich jetzt auch eine gute Nacht Schlaf. Bisschen duster hier drin. Hoffe, man kann mich noch einigermaßen erkennen. Ich will euch nämlich Folgendes zeigen. Ich habe den Ofen angemacht. Man ist zwar angehalten, Brennholz nach Möglichkeit zu sparen. Ich wollte den Ofen auch gar nicht anmachen, aber mir blieb quasi nichts anderes übrig, weil Gas gibt's keins. Scheinbar. Jedenfalls kriege ich den Gasherd in keinster Weise irgendwie zum Laufen. Und wobei das dasselbe Modell ist wie in der letzten Hütte. Und in der letzten Hütte hat es geklappt. Also muss es wohl daran liegen, dass das Gas alle ist. Kann ich mir anders jetzt nicht erklären. Und ja, dann habe ich jetzt den Ofen angeschmissen. Was für mich ein interessantes ja, Ereignis ist, weil ich habe noch nie so einen Ofen angeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber es brennt. Also war offensichtlich nicht völlig falsch. Und jetzt muss da nur noch irgendwas heiß werden. Nämlich mache ich mir jetzt mein Rührei mit Zwiebeln, weil jetzt habe ich einen großen Topf. Dann muss ich das nicht auf super umständliche Art und Weise in 17 verschiedenen Miniaturportionen in meiner Tasse heiß machen. Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, das dann jetzt so zu tun. Jo, mach ich weiter. Und so sieht es mein Abendessen aus. Ich finde, man könnte sagen, ich habe das jetzt gekocht. Weil es war ja mal was anderes als nur heißes Wasser. Irgendwo hinzukippen und ja, schmeckt entfernt nach Ei. Mir egal, Hauptsache Nahrung. Und da ich jetzt sowieso schon den Ofen am Brennen habe, na, hast du Schwierigkeiten mit dem Scharstellen mal wieder, habe ich gedacht, mal gleich noch einen Topf heißes Wasser, weil dann könnte ich mir A, einen Tee kochen. Hab aber nicht mehr so viel Zucker und ganz ohne Zucker schmeckt Schwarztee mir nicht so. Naja, mal gucken. Und B, könnte ich dann mal die ordentliche Waschschüssel ausprobieren. Mit etwas warmem Wasser könnte das vielleicht sogar ganz angenehm sein. Mal gucken, ob ich mich das noch traue heute Abend. Das ist jetzt aber ein bisschen sehr heißes Badewasser. So.
so, die Waschaktion ist einigermaßen erfolgreich über die Bühne gegangen. Man sieht zum ersten Mal seit dieser Tour, habe ich zumindest vor der Kamera, ich habe das schon mal zwischendurch an, mein Ersatz-T-Shirt an, weil ich habe jetzt tatsächlich mal meine gesamte Unterwäsche, also Sockenunterhose und Merino-Shirt, einmal durchgewaschen, mich selbst noch ein bisschen Katzenwäsche technisch etwas durchgewaschen, das hat auch gut getan. Jetzt juckt der Bart etwas weniger. Und ja, das war auf jeden Fall, denke ich, eine ganz gute Idee. Ich müffel weniger, als ich erwartet habe. Nur mal so am Rande angemerkt. Das war mein Abendessen. Das kann ich nachher noch entsorgen. Und ja, also ehrlich gesagt, mein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt den Ofen angeworfen habe, hält sich in Grenzen. Ich werde auch noch ein zweites, noch ein Stück Holz noch hinterher schmeißen. Denn die Sachen sollen ja auch trocken werden. Und außerdem, so warm ist hier drin jetzt auch wieder nicht. Wobei ich es geschafft habe, von 19 Grad, die es angeblich hier gehabt haben soll, das glaube ich zwar nicht so ganz, aber angeblich soll es die gehabt haben, habe ich es jetzt geschafft, auf fast 22 Grad hochzuheizen. Ja, inzwischen ist mir auch tatsächlich ziemlich warm hier in der Hütte und ich muss keine Jacke mehr anhaben. Und es regnet. Scheißwetter. Naja, vielleicht ist das bis morgen ja besser. Sonst wird das ein bisschen abenteuerlich, weil ich ja dann so eine steinige Etappe wieder habe, wo man mit relativ vielen Moränenlandschaft rechnen muss und viel Moor. Heißt, es gibt entweder jede Menge nasse Füße, weil halt das Moor total durchgeweicht ist, jetzt nachdem es so schön drauf regnet. Oder alternativ, ich habe T-Shirt-Arme. Das sieht ja bescheuert aus. Auf der Seite noch mehr, weil ich da ein bisschen Sonnenbrand abbekommen habe. Da hat die meiste Zeit die Sonne drauf geschienen. Ja, sieht total bescheuert aus. Aber macht nichts. Muss mir mal irgendeine Lösung für T-Shirt-Arme einfallen lassen. T-Shirt-Ärmel kürzer schneiden oder was auch immer. Was wollte ich Ihnen gerade erzählen? Ja, also morgen ziemlich steiniger Weg. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den kürzeren Weg nehme. Der ist zwar landschaftlich wohl nicht so toll, soll aber die ganze Zeit durch den Wald gehen. Und ich muss sagen, dass ich diese speziellen Moränenwälder, diese skandinavischen, hier schon sehr ansprechend finde, so optisch. Und deswegen wird es dann der Weg werden. Der andere lief alternativ die ganze Zeit am großen Rogensee vorbei. Da komme ich ja trotzdem noch hin zu diesem See. Also den kriege ich schon noch zu sehen. Ist nicht so, dass ich den jetzt vollständig verpasse. Und ich spare mit dem kurzen Weg sage und schreibe einen Kilometer. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Und ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der ein bisschen weniger anstrengend sein könnte als der andere Weg. Jedenfalls kann man sich da nicht verlaufen, wenn man die ganze Zeit so ein Telefonkabel hinterher rennt. Ja, das ist natürlich landschaftlich auch wieder so ein bisschen fragwürdig, aber gut. Auch bei dem miesen Wetter kann ich auf jeden Fall navigationstechnisch nichts falsch machen. Das ist auch in so einem breiten Tal, da kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Und es gäbe dann theoretisch zwischendurch, was heißt zwischendurch, nach, ich glaube, 12 Kilometern oder was, ja, nach 12 Kilometern gäbe es dann auch nochmal einen Unterstand und so einen kleinen Hof. Was da genau ist, weiß ich noch nicht, aber irgendeine Möglichkeit, sich da mal trocken hinzuhocken und ein bisschen auszuruhen, gibt es dann mit Sicherheit auf jeden Fall. Das ist nicht so gegeben auf der anderen Route. Da ist auch zwischendrin ein Unterstand. Ja, ich glaube, das nimmt sich einfach nicht viel in der Hinsicht. Ich werde dann, wenn das Wetter so bleibt, morgen eh die meiste Zeit, also es wird zwischendrin ja schon mal ein bisschen auf mit regnen, werde ich morgen eh die meiste Zeit versuchen durchzulaufen. Bei Mieswetter ist das so meine Gangart, dass ich da wirklich langsam und gemütlich durchdackel, weil Pause machen will man nicht im Regen. Das macht keinen großartigen Spaß. Ja, und das ist dann
Auf jeden Fall der Plan. Es sind 16 oder 17 Kilometer, theoretisch. Wenn ich halt eben nicht sage, unterwegs, ja, scheiß drauf, bei dem Kackwetter komme ich jetzt nicht weiter, dann mache ich jetzt Schluss. Müsst man mal gucken. Aber wenn ich die da ganze Geschichte durchlaufe, würde ich am Ende theoretisch nochmal zu so einer Hütte kommen. Wahrscheinlich ziemlich baugleich mit dieser, in der ich hier hocke. Ja, wenn das Wetter ganz, ganz furchtbar ist, könnte man da natürlich dann nochmal drüber nachdenken. So langsam brauche ich ein bisschen externe Motivation, zumal ich auch nicht mehr viel zu essen habe. Und ja, theoretisch sind es bloß noch 3 Etappen. Theoretisch. Für die ich allerdings 4 Tage Zeit habe. Jo. Da ist eine Mücke in der Hütte. Eine einzige. Ach so, das habe ich vergessen zu erzählen. Die Mücken sind jetzt da. Also heute waren sie da, die Mücken. Jetzt sind sie geschlüpft und hier unten im doch relativ tiefen Gebiet, in dem ich hier unterwegs bin, ich jede Menge Moor und jede Menge Mücken-Eldorado-Tümpel, da sind sie jetzt. Also sie sind da. Bei richtig schönem, miesem Wetter sind in der Regel aber nicht so viele da. Also das wäre dann der Vorteil, wenn morgen das Wetter mies ist, dann habe ich weniger Ärger mit den Mücken. Mal gucken. Es ist auch ganz gut windig gerade draußen. Das ist auf jeden Fall gut, weil wenn Wind ist, sind auch keine Mücken. Jetzt fühle ich mich eigentlich ganz wohl, ganz sauber. Werde noch ein kleines bisschen was von meiner Notsalami naschen. Die war nämlich vorgesehen, um eben dieses etwas maue Rührei-Essen noch ein bisschen aufzupeppen, damit ich dann auch ja rechtzeitig richtig satt werde. Aber viel von der Salami werde ich nicht mehr essen. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen was zusätzlich aufheben. Wer weiß, wann ich die noch brauche. Vielleicht eben morgen im Regen, wenn es nervig ist, dass man dann nebenher noch ein bisschen Salami zur Motivation kauen kann. Bin mal gespannt, ob das klappt mit dem Klamottentrocknen. Wenn nicht, das wäre dann schon ein bisschen ärgerlich, vorsichtig ausgedrückt. Aber das müsste eigentlich gehen. Ich schmeiße da nochmal ein Holz drauf auf den Ofen und dann ist es gut warm über Nacht hier drin und vor allen Dingen schön trockene Luft. Dann müsste das klappen. Bin ich zuversichtlich. Also dann, gute Nacht.